Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Nintendo Pocket Football Club Let's Plays. Ich bin Ritalin, ihr schaut We Play Games for You. Und ich hoffe, dass die positive Entwicklung jetzt weiter vorherrscht. Bum, 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 bum. Ja, auf zum Stadion. Taktik. Was denkt ihr? Schaffen wir den Aufstieg diese Saison wieder? Oder glaubt ihr, wir müssen hier noch eine Saison bleiben in der zweiten Liga? Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. 46% sind für die Adleraugen. Nur 30% für uns und die wenigsten denken, das wird ein Remis. Das wird auf jeden Fall ein heikles Spiel. Okay, Bernard. Ivanov. Ach scheiße, Leroy war ja glaube ich verletzt oder was, ne? 4 Wochen lang oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Das könnte ein echtes Problem darstellen. Ivanov wird hier vom Ball getrennt. Ich würde mich mal auf ein Unentschieden einstellen, denke ich. Huber. Rocha, Gerasimov. Gallo, schlechte Vorlage. 10 Minuten rum. Pi mal Daumen. Ah, Gerasimov, arbeit mal richtig. Gut, Huber. Einwurf in der eigenen Hälfte vom Gegner. Schubert. Müsste ein bisschen aggressiver rangehen, Jungs. Larsson, nein. Boah, Meier, zum Glück. Lenkt hier zum Einwurf, trotzdem noch gefährlich. Dass jetzt Leroy fehlt, das könnte uns eventuell das Genick brechen. Und der ist ja aus heiterem Himmel verletzt gewesen. Bernard, weil das ist ja unser Topspieler schlechthin. Gomez wird kein Pfiff. Gomez liegt kurz vor. Erster Schuss, zweiter kommt nicht. Bernard, Ivanov, Ecke. Ecke ist gut, Ecke hat Standardsituation. Gomez. Niemand da. Rocha. Uiuiuiuiuiuiui. Die Wagemakers, der Wagemakers. Weit in unsere Hälfte wieder gefeuert. Einwurf zum Glück. Das heißt, wir sind noch dran am Hebel. Ivanov. Gallo läuft. Querpass in die andere Hälfte. Ist das Huber? Sehe egal, Schäubert hat den. Bernard hält mal kurz drauf. O'Sullivan hat den Ball aber ohne Probleme. Rocha. Vincent. Rocha. Viel zu weit vorbei am Tor, als dass da irgendwas hätte raus passieren können. Dumont. Schön auf Schreiber zu Gallo. Vincent. Bernard. Guyot. Dumont. Komm, komm. Gut gemacht von Gerasimov. Schön mit dem Kopf hier nochmal für Ordnung gesorgt. Gomez hilft hinten aus. Das gibt einen Einwurf in der gegnerischen Hälfte. 37. Minute ist rum. Immer noch 0:0. Ist besser als ich dachte. Ohne Leroy. Pearson. Huber. Rocha. Vorlage nicht so wirklich umgesetzt. Vincent. Wird vom Ball getrennt. Steht auch nicht rechtzeitig wieder auf, als dass er da was machen könnte. Huber bringt einen Einwurf zustande für uns. Das ist doch schon mal was. Pearson. Oh nein, Prinz. Gallo klärt. Wunderbar. Gleiches Halbzeit. Aber ich habe auch keine Ahnung, was wir so wirklich machen sollen. Ich habe jetzt so kein Konzept, wie ich sagen könnte, okay, damit kriegen wir eine Änderung hin. Obwohl wir eigentlich ja ganz gut dastehen von den Schüssen her und so weiter. Verbruggen und Hermann.
Müssen wir gucken, dass wir die irgendwie dann mit einbasteln. So um die 60. Minute wie immer. Kommt er an? Ja, Rocher hält einmal drauf. Und schöne Vorrau. Oh Gott, Brunner war da. Ey, nein. Jetzt versenkt drüber. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Eisenhoff? Ich meine, wir machen Druck, das ist ja schon eine ganz nette Angelegenheit, aber es muss auch mal zum Torerfolg führen. Gut gemacht von Bernard, jetzt Gomez. Hält. Oh, Aluminium, Mann! Das gibt's doch gar nicht. Näher dran als vorher, aber trotzdem noch nicht gut genug. Gerasimov. Vielleicht wittern sie ja auch im Moment morgen Luft, sodass wir wirklich ein bisschen Power zeigen können. Leider hier eine gelbe Karte für Ivanov. Nicht so schön. Da wird gewechselt. Gucken wir mal kurz, wie sieht es bei uns aus. Noch keiner so richtig fertig. Wir bleiben mal hier in der Übersicht. Einwurf. Sehr gut. Huber. Lenzen. Rocha. Huber. Ach, Kinder ist hier. Huber. Fünfundsechzigste Minute. Ich will jetzt aber noch nicht wechseln, solange keiner hier im roten Bereich abwandert. Doch Eisenhoff wird jetzt rot. Da wechseln wir mal den Hermann mit rein. Ui, ui, ui. Oh, warum kommt Gomez da nicht zum Kopfball? Gallo! Scheiße, ey. Rocha, dann nehmen wir Saarbrücken noch mit rein. So viel Frische wie geht im Mittelfeld. Oh, nein, nein, Meier ist geschlagen. 1:1 Situation. Meier keine Chance. Das kennen wir ja schon. Er ist halt auch noch nicht der Top-Torhüter. Eigentlich schade, aber was soll's? Boah, meine Fresse, was ist das kalt geworden jetzt in letzter Zeit? Als wäre es schon fast Winter, gibt's ja gar nicht. So. Gomez. J. Atkinson. Gallo. Brunner. Wird hier außerhalb des Strafraums gefoult, zum Glück. Aber alles in allem kein guter Ausgang. Und das ist eines der Spiele, die wir hätten gewinnen müssen, normalerweise, nach meiner Meinung. Wäre unser guter alter Leroy dabei gewesen, wäre das wahrscheinlich auch gar kein Problem. Aber so ist es halt nicht. Nicht mal ein Unentschieden kriegen wir so rum raus. Alles andere als gut. Gallo, schön vorgelegt auf Hermann. Der ist jetzt natürlich wieder im Schneckentempo unterwegs. Gomez muss zurück, holt sich aber den Ball. Tänzelt einmal, tänzelt zweimal, wird gefoult. Gute Position. Gallo wird ausführen. Ach Gott, Kinders, was war denn das? Das war doch Scheißdreck. Vor allen Dingen, wir hatten ja schon den Lattentreffer, ey. Also, keine Ahnung. Das ärgert mich so wie die Pest. Und einmal den Kopfball drüber. Wir hätten schon was leisten können, aber haben es nicht, weil die Leute einfach. Irgendwie fehlt da der letzte Moment quasi, der dann da zur Gefahr wird. Ich weiß es nicht. Ärgerlich das Ganze, ärgerlich. Und dabei sind wir ja eigentlich in der Aufholjagd. Naja, was soll's. Sowas kannst du halt nicht rechnen, dass jetzt der Leroy ausfällt über so lange Zeit. Hier mal ein bisschen trainiert. Gerasimov trainieren wir auch nochmal. Weil, wie gesagt, ich trainiere nur Leute, die grün sind. Rocha müssen wir auswechseln sogar. Nehmen wir einen Hermann rein.
Saarbrücken trainieren war. Ja, also er hat sich schon mal verbessert. Bernard müssen wir auch mal trainieren. Machen wir visualisieren mal mit rein. Hermann wird noch mit einem einfachen Training gesegnet. Oh Mann, Mann, Mann. Leute, 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 was ist das nur für ein... Das ist doch unglaublich. Jetzt geht's direkt weiter. Hoffentlich holen wir uns nicht wieder eine Niederlage ab. Okay, der Stürmer ist nicht ganz so gut, spielen auch nur mit einem. Das könnte eventuell was werden, aber es ist allerdings eine starke Verteidigung natürlich im Gegenzug. Da können wir trotz allem nur hoffen. Die Stammesbrüder, die werden mit 39% als Sieger gesehen, 28% halten den Remis für wahrscheinlich und das sind damit die wenigsten und noch 33% sind für uns. Also keinesfalls so eine klare Sache wie in dem Spiel zuvor, laut Fans. Aber die Adler waren ja eigentlich früher auch ganz gut. Von daher ist es auch gar nicht so verwunderlich, dass sie so gut eingeschätzt worden sind und dass sie am Ende ja auch noch gut gespielt haben. Der Öztürk zu Rousseau. Wieder zurück zu Öztürk. Pearson. Hermann. Mir gefällt nicht, dass er halt ein bisschen langsamer ist. Gerasimov. Schreiber. Huber. Gerasimov, Pearson, Hermann, gut, einmal umgetänzelt, zweimal, hallo, was ist hier los, und jetzt wieder gefoult sogar, sehr schön insgesamt, hat er gut Raum geholt, Bernard, Gallo, macht das Führungstor, ich glaub's nicht, 1-0, wunderbar, so wünscht man sich das doch. Hoffentlich können wir die Führung jetzt auch über die Zeit halten. Ivanov wird hier vorbei getrennt. Gallo zu Gomez. Gomez zu... ja, niemanden. Aber Huber ist da. Gerasimov. Zurück zu Hermann. Der wird gefoult. Eigentlich ganz gut. Hat er schön verteidigt. Huber, also den Ball jetzt. Sonst wäre es ja kein Foul gewesen. Bernard. Vincent auf Gomez. Gomez, diesmal kein Foul hier an der Stelle. 20 Minuten sind rum. Schäfer. Knappes Ding. Frage ist, ob Meier den gehalten hätte. Aber ich denke mal schon. Bernard, Vincent. Na, auf außen ist niemand so richtig. Riviere oder Riviere. Mein Gott. So viele Apostroph. So, Hermann, gut hingestellt. Also das hat er gut gesehen. Gutes Positionsspiel an der Stelle. Gerasimov. Rousseau. Hört sich an wie ein französischer Dichter, der Name. Öztürk. Van de Feen. Huber, gut gemacht. Aber der Gegner hat schon wieder den Ball. Ach, Mann, Mann, Mann. Rodriguez. Hält drüber. Gut. Halbe Stunde ist im Kasten. Halbe Stunde ist im Kasten. So, und die Kleeblätter, die sind ja nicht übermächtig. Die holen ja nicht unendlich viele Punkte, wie ich hier sehe. 18 Punkte, wir wären, wenn wir hier den Sieg davon tragen, nur runde 7 Punkte weg. Mein Gott, das ist eine machbare Aufgabe, wenn wir unseren Leroy wieder haben. Oh, Gomez alleine vorm Tor. 2-0. Ich bin begeistert. Wunderbar. Was ein Klotz. Da passt doch mal alles. So ist das gut, so ist das schön. Weil nach dem Auftakt in der Folge kommt dann jetzt sowas. Das ist doch fein. So, Gomez. Gallo. Linov. Ach, Kinder ist hier. So, Gallo. Bisschen mehr anstrengen. Gut, Pearson und Meier gut zusammengespielt. Jetzt da Hermann nicht so
besonders. Hallo, was macht ihr da? Jetzt Glück. Meier wurde gefault. Ich hab schon gedacht, es gibt einen Elfmeter. Gleiches Halbzeit. Das ist gut. Gerasimov. Pearson. Sehr gut. Das ist doch wunderbar, dass es so ausgeht, wie es ausgeht im Moment. Der Rocha können wir überhaupt nicht trainieren lassen. Der ist ja schon rot. Das macht mehr als keinen Sinn. Gomez. Also im Sinne von warmlaufen und dann spielen lassen, nicht trainieren in dem Sinne. Macht ja noch weniger Sinn. Godunov. Meier wehrt ab. Hermann mit dem Kopf. Huber ist aber nicht schnell genug, um sich den Ball zu krallen. Einwurf für den Gegner. Godunov. Gut, wie sie beide ihn behakt haben. Ivanov dann zu Hermann. Hermann wird aber schon wieder vorbeigetrennt. Oh, Kinas. Und der geht meilenweit vorbei. Glück muss man eben auch mal haben. Meier. Meine Fresse, hätte ich die Mannschaft so halten können, wie wir sie in der letzten Saison gehabt hätten, wären wir jetzt locker auf Platz 1. Die hätten wir in Grund und Boden gespielt, sage ich euch. Rousseau. Godunov, Meier, aufpassen, aber Gallo ist da am Kopf. Hat die Sache unter Kontrolle gebracht. Der Einzige, den wir einen auswechseln können, ist Verbrucken. Müssen wir also aufpassen jetzt hier. Gut von Meier abgewehrt, auch auf Kosten einer Ecke. Richtige Entscheidung getroffen. Gallo, zurück. Jetzt müssen erstmal die Leute nachkommen. Gerasimov, Vincent, schöner Pass. Kann nur nicht richtig verwertet werden, aber Hermann ist da zum rechten Moment. Ivanov, Huber, gibt er ihn zu Gomez? Nein, er setzt sich durch. Ein Schuss. Und faul an dem gegnerischen Torhüter. Was soll's. Na, Jungens. Wer macht als erstes schlapp? Meier hat den Ball. Kein Problem. Hermann macht als erstes schlapp. So. Damit haben wir das Wechselkontingent auch schon wieder erschöpft. Ihr wisst ja, wir haben nichts und niemanden und spielen hier auf Notlösung. Ecke für uns. Noch eine Viertelstunde. Wechsel ist jetzt auch gleich hier gemacht. Gomez wird den Eckball treten. Schäfer, nicht so schön. Direkt der Gegner wieder in Ballbesitz und hat auch einen kräftigen Zug nach vorne. Muss er aber auch bei dem Stand und der Uhrzeit quasi. Ecke. Das war gut gemacht von Meier. Wirklich hochgestiegen. Der wäre sonst drin gewesen. Und auch hier wieder Meier mit einer tollen Aktion. Gibt den Ball nach vorne. Gut. Er hält uns hier die Punkte fest. So muss das sein. Verbruggen. Eine schöne Vorlage gewesen. Nur leider konnte keiner was daraus machen. Huber. Gerasimov. Pearson. Schreiber. Noch eine Ecke zum Schluss. Noch 2 Minuten plus Nachspielzeit. Rousseau. Schön abgeblockt an der Stelle. Nochmal, Pearson, bring ihn raus. Ne, Bilinov hat ihn nochmal. Und abseits. Ausgezeichnet. Meier. Und da haben wir unseren Sieg. 2:0, ordentliches Ergebnis. Viel besser, als ich ehrlich gesagt erwartet hätte. Ich bin ein klein wenig begeistert. Oh, gehen die Wunderkinder als nächstes. Die sind doch auch heftig stark. Jetzt ist Pearson auch noch kaputt. Hallo? Was soll ich nur mit euch machen, ey? Wer
Bernard wird trainiert. Verbogen wird trainiert. Haben wir jetzt einen kompletten D-Spieler? Das ist jetzt so geil, das ist Schweiz, ehrlich gesagt nicht. Hermann muss jetzt hier für Pearson übernehmen. Die anderen beiden, die müssen da jetzt Pause machen, mehr oder minder. Macht einen fertig, ne? Macht einen fertig. Turnieren wir ihn hier mal, den guten alten Gomez mit dem Rest. Soll er halt nochmal was bekommen. Alles klar. So, dann speichern wir an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.